Lebens. Nesti, der volle Geschmack von Tee und Früchten. Nesti. Shania Twain ist mit ihrem aktuellen Album Up von 3 auf die 2 gestiegen. Und was sonst noch so los war auf den Plätzen 10 bis 2, gibt's für alle mit einem schwachen Kurz-, Mittel- und Langzeitgedächtnis jetzt nochmal in der Kompaktversion. Seit 1985 haben sie 50 Millionen Alben vertickt. Simply Red mit ihrer aktuellen LP Home. Von der 11 rauf auf die 10. Unverändert auf Position 9 bleibt Xavier Naidus Doppelalbum Alles Gute vor uns. Auch bei den Kollegen von Evanescence bleibt alles beim alten Fallen auf der 8. Die Herrschaften Hetfield und Co. müssen 2 Plätze abtreten. Metallica mit Saint Anger nur noch auf der 7. Michelle Hunziker hat ihn abserviert und auch in den Charts geht's nach unten. Eros Ramazzotti mit Novel von der 4 auf die 6. Wir sind Helden aus Berlin, legen 2 Plätze zu. Die Reklamation diese Woche auf der 5. Robbie Williams steigt mit Escapology von der 6 auf die 4. Die dazugehörige Biografie befindet sich ebenfalls in den Top 10 der Sachbücher. Dem Titel ihres Albums entsprechend geht es für Shania Twain nach oben. Ab von der 3 rauf auf die 2. Jetzt wissen wir Bescheid, es fragt sich nur noch, was ist in der letzten Woche auf der Pole Position passiert? Ganz schnell beantwortet, genau gar nichts. Und das ist auch gut so. Beyoncé ist weiterhin die Number One. Aber der Erfolg in den Charts scheint ihr nicht genug zu sein. Die Dame will nämlich auf die Leinwand. Und erste Hollywood-Erfahrung hat Beyoncé ja schon mit Austin Powers 3 gesammelt. Und jetzt gerade spricht sie für einen Film über Nelson Mandela vor. Obwohl am liebsten will sie ja eigentlich Musicals à la Moulin Rouge drehen. Wir bleiben wachsam und werden euch Bericht erstatten. Und man darf gespannt sein, ob Beyoncé auch nächste Woche Platz 1 verteidigen kann. Denn da gibt's nämlich außer dem bereits angekündigten Kiss-Album noch frisch gepresstes von Slayer, von Nevermore und von der Schlagerfront, nämlich Monika Martins Hammeralbum Himmel aus Glas. Ich sage Tschüss, lasst es euch gut gehen, einen schönen weiteren Sommer. Hier kommen Beyoncé und Jay-Z.